Ich begrüße euch ganz herzlich zurück zu Depraved mit Farben LP. Ja, was sagt ihr dazu? Ich habe mich entschieden, eigentlich wollte nur 3 Folgen aufnehmen heute, weil im Game auch fast täglich Updates rauskommen und somit auch kleine Bugfixes behoben werden, auch wenn uns jetzt hier, ehrlich gesagt, nicht wirklich viele Bugs aufgefallen sind, muss ich ja noch erwähnen. So, aber weil es gerade so Spaß macht und wir gerade richtig dabei sind, dass die Stadt ein bisschen abzugraden, spiele ich doch mal weiter. So. Da kommt hier raus und ist krank, oder was? Da rein kannst du gehen. So. Ein Gebäude kann aufgewertet werden. Oh, sehe ich nicht. Das ist ein Bugfix. So ein typischer Bugfix. Nee. Wenn es natürlich nur eine Hütte ist, klar verstehe ich das, aber wenn so viele Hütten anzeigen, dass man sie aufwerten kann, sollte man das ja alleine merken, eigentlich. Hier liegt immer noch ein aggressiver Wolf. So, da kommen 2 Hilfsarbeiter. Da ist sie wieder. Oh, Wasser ist Mangelware. Da müssten wir... Wir haben ja keinen zweiten Brunnen. Ich glaube, da kommen wir nicht drum rum. Ich würde den aber hier oben beim neuen Lager platzieren. Oder hier in den Gang. Ja, gleich hier hin. Fleisch ist Mangelware, kann ich nicht viel machen. Da müssen wir jetzt möglichst viel Getreide produzieren. Wir haben hier kein Getreide und hier haben wir ebenfalls kein Getreide. Ja, da fehlt uns auch Getreide. Weil die Mühle und die Brauerei alles wegschlucken. Das ist ein bisschen doof. Die Brauerei könnte ich irgendwann mal ausmachen, denn die... Solange wir den Saloon nicht haben, braucht sie eigentlich auch nicht. Die Bäckerei, da müssen wir schauen, denn die brauchen wir. Um die kommen wir nicht umher. So. Ja, die Rohstoffe sind auf einem Tiefpunkt. Vor allem die 4 Werkzeuge sind halt schon hart, ehrlich gesagt. Was kostet denn die Kohlemine? Wir können ja die Werkzeuge auch selbst herstellen. Dafür brauchen wir den Werkzeugschmied. Oder die Metallteile, besser gesagt. Wir bräuchten eine Eisenmine und die Eisenschmelze. Das Ding ist aber, wir haben kein Eisen auf unserem Land. Also Eisen können wir eh vergessen. Wir müssten Eisen kaufen. Wir könnten aber das Eisenerz für 36 kaufen. Das wäre fast das Beste. Gibt es jetzt nicht noch eine Kirche? Wie sieht das mit der Kirche aus? Weil letztes Mal mussten wir dann wieder eine neue Kirche bauen. Anscheinend haben sie das rausgenommen. Dann bin ich ja da schon mal zufrieden. Denn das mit der Kirche war ein bisschen übertrieben. Ah ne, natürlich die neuen Siedler... Die glauben gar nicht mehr an die Kirche. Kirche war was von früher, oder? So. Gut. Da hat es auch eine Hütte, die upgradet werden sollte. Also, dann versuchen wir doch mal Kohle, zumindest Kohle, abzubauen. Wir hätten hier unten Spots. Hier. Oder hier. Das ist jetzt auch ein Gebäude, was neu dazugefügt wurde. Und ich würde mal hier unten das Ganze nehmen. 595 Erz, weil das Lager sehr nahe dran ist hier. So, bauen wir doch das mal. Ein Gebäude kann aufgewertet werden, schön für dich. Oh ja, und ein neuer Pferdestall wäre auch was. Da habe ich absichtlich hier den Platz gelassen, dass wir hier gleich einen neuen Pferdestall bauen könnten. Da kommen sie schon für die Kohlemine. Dann könnten wir uns Kohle beschaffen. Dann würde ich die Eisenschmelze auch bauen, würde aber das Eisenerz zukaufen. Wenn uns das mit dem Geld aufgeht. Und dann müssten wir nur noch den Werkzeugschmied bauen. Ja, wäre vielleicht ein Deal. Ich weiß nicht. Ich sehe einfach wieder, dass das Holz und Holz und Stein überhaupt nicht ausreichen.
Wasser sollte jetzt wieder besser sein. Und ich glaube, Alkohol wird auch verbraucht. Mal schnell Pause. Also, was kaufen wir ein, damit es schneller vorangeht? Ein paar Baumstämme. Ne, keine Bretter. Steine. 20. 20 Steine, 10 Holz. Und 16 Metallteile. So, mal schnell schauen, was das kostet, wenn der das Ganze liefert. Ja, es sind halt schon fast 1000 kostet mich das. Und ich verdiene ja nicht so viel dran. Dafür haben wir wieder von allem. Das ist der Vorteil. Und die bringen das gleich hier hin. Ne. 5 Baumstämme gehen nur schon hier hin. Es kann es nicht sein, dass er jetzt das... Oh. Ich wollte das für hier haben. Hier sind genau 2 oder 3 angekommen. Der Rest ist alles da versunken. So, jetzt hat hier eh keine mehr. Jetzt kann ich da wieder aktivieren. Denn auch Feuerholz brauchen wir noch. Ja, das Bretterlager ist gerade voll, aber nicht lange. Mine ist baubereit. Stall ist noch nicht baubereit. Da fehlen noch Bretter. Ein Merk kann der noch hochholen. Das reicht ja noch ein Weilchen. Ich würde dann erstmal die Brennerei pausieren. Ich finde das mit dem Brot sehr sinnvoll. Da müssen wir schauen, dass wir genug Brot haben. Die Brennerei braucht auch Wasser und Getreide. Und Getreide... Ja... Wir haben nicht mal genug Getreide für die Schweinefarm. Wir leben nur von dem vom Jäger. Wir können uns natürlich noch die Rinderfarm bauen. Boah, die ist ja viel größer. Die war kleiner vorhin, oder? Ich mag mich nicht mehr so erinnern. Ja, da haben sie einfach gedacht, ja gut, dann machen wir die halt viel größer, dass die Leute eh keinen Platz haben auf dem Land. So, und da wir jetzt wieder Dinge haben, würde ich ein Gebäude aufwerten. Immerhin eines. So, Pferdestall ist gemacht. Kohlemine wird gebaut. Das heißt, wir brauchen den Eisenschmelzer als nächstes. Nur wo ist die Frage? Wie immer ist das die Frage hier. Hier zum Beispiel. So, und hier drüben würde ich dann den Werkzeugschmied hinbauen. Genau, dann kann er nämlich die Kohle direkt von hier nehmen. Und da arbeitet jetzt kleine Kohlenmine, große Kohlenmine. So, den würde ich jetzt gerne mal ein bisschen beobachten, was der denn so macht. Da haben sie wieder einen neuen. Das ist übrigens Alkohol, glaube ich. Da haben sie wieder einen neuen angestellt. Können sie ja nicht einen nehmen, der bereits in der Stadt lebt. Nee, da muss man einen neuen anstellen. So, denn die Minengeschichte, die haben wir noch nicht gesehen. Ja, ist einfach eine schwarze Wand da. Ciao, mach's gut. Das ist ja sehr inspirierend. Wirklich. Okay, der holt uns jetzt da Kohle raus. So, da sind sie noch am Bauen. Sieht aber in der Richtung gut aus. Das zweite Lager war nötig. Ist jetzt zwar alles ein bisschen versplittert. Aber immerhin... Ja. Haben wir auf jeden Fall genug Platz. Und ich sollte den Sheriff, der hier oben bewacht... Genau der... Sollten wir auf das da ändern, dass der hier vor allem auch das Lager bewacht.
Denn da könnten ja Banditen kommen. Wir haben weniger Attacken als noch in der Pre-Alpha. Das möchte ich schon mal hervorheben. Da sind 2 Kohle bereit. Dieser Wassermangel ist schon... Ich teile hier mal einen Hilfsarbeiter ein. Die Option muss ja da sein, dass es besser läuft dann. Also es muss ja fast mehr Leistung geben, wenn ein Arbeiter nur für das zuständig ist. Ich kann mich natürlich wie immer auch irren, aber ich nehme es aber an, dass es so ist. Und dann würde ich mal kaufen Eisenerz, Kohle, Eisenerz, 10. Oh, da kommt er schon, dann machen wir gleich 20. So, jetzt haben wir hier 20 Eisenerz. Wenn ich ein Eisenerz kaufe, jetzt kostet es, hat es vorhin schon 51 gekostet, könnte sein. Auf jeden Fall 51. Ein Werkzeug kostet 26. Also ich müsste mindestens aus einem Eisenerz 2 Werkzeuge hinkriegen, damit die Rechnung irgendwie aufgeht. Da bin ich ja mal gespannt darauf. Ob das so der Fall sein wird. So, der passt jetzt da schlecht hin, hier. Ja, da geht er leider nicht hin. Wäre ja zu schön gewesen. Ah, dann halt hier. So, das ist das nächste Gebäude, was ich gerne hätte. Und wir haben hier wieder Siedler ausgebaut. Da müsste der jetzt auch ein Zuhause haben. Hat er, glaube ich. Wie sieht es mit Kleidung aus? Alles okay, soweit. Alkohol 20 auf Lager, reicht also. Brot 8. Fleisch 0. Aber wir haben jetzt hier wieder Getreide, ihr seht. Das heißt, die Kette läuft wieder. Ja, auf kurz oder lang müsste man auf die Rinderfarm umsteigen, denn die kann man so in einem Waldgebiet platzieren. Kann ich ja mal schnell zeigen. Hier Zufütterung 100%. 20% meine ich. Wenn ich jetzt hier runtergehe, da zum Beispiel Zufütterung 70%, also sehr schlechtes Land. Es hängt vom Unterland ab. 30%, 20%. Also Waldgebiet ist optimal. Es dauert aber noch ein Weilchen, bis ich mir dafür 10.000 die Erweiterung wieder leiste. Wir sind im Sommer. Immerhin etwas, was läuft. So, der macht jetzt aus 5 Eisenerz und 5 Kohle, macht er 9 Eisenbarren. Der verdoppelt das also. Dann kostet mich, nur schon nachdem, kostet mich ein Werkzeug nur noch 25. Wenn der das nochmals verdoppelt, oder fast verdoppelt, kostet ein Werkzeug noch 12, 13. Dann sparen wir also wirklich was daran. Das wäre wünschenswert, wäre das. Und dann können wir in Zukunft unsere Metallteile selbst herstellen und vielleicht sogar noch verkaufen, wer weiß. So, die werden gerade angeliefert hier. Natürlich muss man die Kohle auch noch rechnen. So, was macht denn der jetzt? Packt er einmal Kohle... Einmal Eisen rein, dann lässt er das schmelzen. Geht ins Haus, trinkt einen Schnaps. Wahrscheinlich. Wenn das Haus brennt, kommt er wieder raus, schmelzt es da durch, hat einen Barren und legt ihn dahin. Und wir haben schon einen Barren. Schön. Und der Moment der Wahrheit kommt näher hier. So. Aus 5 Kohle und 9 Eisenbarren entstehen 5 Werkzeuge. Was? Ich investiere 10 Kohle darin. Also 2 Kohle pro Werkzeug. Plus 5 Eisenerz für 5 Metallteile. Ja. 5 Eisenerz für 5 Metallteile. Ich kaufe ein Eisenerz für 42 und könnte das fertige Metallteil für 26 kaufen. Das ist mir zu teuer, ehrlich gesagt. Das wird sich ja niemals lohnen. Also,
Es lohnt sich nur, wenn man das Eisen selbst abbaut. Da muss man aber erstmal einen Eisenberg haben, oder? Und die Sache ist, wenn ich jetzt die Stadt erweitere, haben wir hier Land, was wir gar nicht gebrauchen können. Ist ja auch was Tolles. Hier ist die nächste Eisenmine. Im nächsten Kreis ist die knapp dabei, wahrscheinlich. Ja, denn hier drüben ist... Ah, hier ist auch noch Eisenmine. Also, wir haben gesichertes Eisen bei der nächsten Erweiterung. Eine andere Sache ist, wie viel hatten jetzt diese Kohlemine bereits produziert? Es ist nirgends Kohle im Lager, da muss man annehmen, dass alles Kohle schon verteilt ist. Ich denke, ich lasse jetzt mal dieses Eisen durchlaufen. Und dann werden wir uns, ja, was anderes suchen, sage ich mal. So, ein Haus, das upgradet werden kann. Denn bevor wir hier irgendwas anderes machen, lohnt sich das nicht. Der Sheriff wäre noch was Interessantes. Das müsste ich mir merken, dass wir das dann in der nächsten Aufnahme bauen. Noch 159 Steine und dann ist dieser Platz hier frei. Okay, jetzt hat sich aber die... Was sich jetzt verschlechtert hat, die Einnahmensbilanz. Gebäude minus 427. Das ist natürlich eine starke Änderung, denn das hier kostet 35, 40, 15. Das geht eigentlich noch. Der Stall 10. Und ein Haus bringt nur etwas. Ein Lager kostet 5, das ist nicht so schlimm. Ja, alle anderen Gebäude kosten zwischen 5 und 10. Und dann hast du halt diese Gebäude, 35, 40. Die schlagen halt schon ein. Vor allem, was kostet der Metzger? 25. 20. Wenn die halt nicht richtig laufen, dann lohnen sie sich nicht. Und der da hat, glaube ich, bald keine Bäume mehr. Dem ordnen wir mal diese hier zu. So, der Jäger ist hier noch richtig dran. Ein Bison gibt 5 Fleisch. Und ein Leder. Eigentlich richtig einen guten Ertrag. So gesehen. So. Sind die exakt gleich? Nein, auch diese Häuser sind wieder anders. Die sind aber exakt gleich. Ihr seht aber da hat es sowas. Hier hat es das nicht, dafür ist das Haus kleiner, hat aber trotzdem 3 Leute Platz. So steigen natürlich die Einnahmen wieder. Aber ja, die Häuser hier sind schon teuer. Wenn ich es deaktiviere, wird dann auch der Preis deaktiviert. Wenn ich jetzt hier sage... Sofort, um 20. Ich glaube, dann wird die Kosten halbiert. Stimmt das? Hier geht es auch 20. Man weiß es nicht. Frag doch die Entwickler. Ist ein Rätsel. Aber der Friedhof, das gefällt mir, dass wir so wenig kranke Leute haben. Dass hier die Gicht noch nicht ausgebrochen ist in den Straßen. Dass der Bestatter fast mehr kostet, als er macht. Ein neuer Revolverheld ist unterwegs. Und da läuft die Mühle. Auch sehr schön gemacht. Immer noch 20 Alkohol. Das liegt ja immer noch daran, dass wir den Saloon noch nicht gebaut haben. Dann denke ich mal, in der nächsten Folge wäre der Saloon plus den Sheriff wäre das, was wir bauen müssten. Das passt ja auch gerade zusammen. Ich werde, glaube ich, noch den da upgraden. Dass da noch ein Befehl erteilt wurde. Bretter haben wir jetzt guten Bestand. Komischerweise, plötzlich. Und da oben ist richtig abgeholzt. Gebe ich mir mal den Bereich. Ja. Ich hätte gesagt, ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Bisschen kürzere Folgen, jeden zweiten Tag. Ich
kann es mir einfach nicht leisten, weil der Livestream müsste jetzt schon vorbei sein zu diesem Zeitpunkt. Aber ich muss ein bisschen auf die Uhr schauen, oder? Ich hoffe, ihr versteht das. Danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss!